gekommen. Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Ja, dann wieder Peace and Justice, ne? Herzlich willkommen. Mal wieder aus der Kategorie alte Fernsehzeitung. Habe euch ja gesagt, ich habe da noch eine. Und zwar wieder aus dem, ne, DSD Geburtsjahr 74, die Nummer 18. Einer hört zu vom 4. bis 10. Mai. Wieder für eine D-Mark. Super. Und dann hier wieder. Das ist wahrscheinlich Akte XY ungelöst. Ne? Geht Zimmermann die Puste aus. Nach 10 Jahren Verbrecherjagd. Man haben sie damals schon rumgeheult, wa? Dann, wie gesagt, ich dachte erst, wer ist das hier? Terence Hill oder so als Supercop? Ich sehe rot. Nein. Es ist auch nicht Loriot, sondern es ist Klaus-Jürgen Wusshoff, der Dr. Brinkmann der Schwarzwaldklinik. Habe ich euch ja letztens schon angedroht. Ja, genau, da steht es nämlich. Zwischen Girls und Gangstern. Bericht über Sergeant Barry. In diesem Heft. Es fängt schon wieder an hier mit Wolldecke im Mund und so. Ja, dann blättern wir mal wieder durch, bevor ich hier gleich wieder 5 Stunden filme. Ich sehe nämlich gerade wieder, ich habe nur noch 5 Minuten auf der Kamera. Ich hätte ja vorher was vorbereiten können. Aber wir haben da, ne, einmal die gute Clementine von früher. Das ist natürlich schon wieder sehr geil. Ne, der Ariel-Bereich, 30, 40, 60 Grad, Spitze. Ich muss auch zwischendurch eh stoppen und hier zusammenschneiden, weil ich gleichzeitig noch hier immer noch das R2D2-Bilder-Video am Bauen bin von der VHS in Dortmund. Das sollte dann auch jetzt danach kommen. Ne, hier, Ariel, Alter, da ist es, ey. Ariel macht Wäsche nicht nur sauber, sondern rein. Ich sag euch, beim was? Beim Einweichen, Vorwaschen und Hauptwaschen bis 40 Grad, ja. Was haben wir hier? Instantstraßen, Alter. Ja, ich sag dir. So sind's ja, ne, die Deutschen. Was haben wir hier, ey? Wieder ganz, ganz lustige, tolle Witze. Ja, wer da drüber lachen kann, ich weiß ja nicht, ne? Aber Fernseher, 1972, was war das hier wieder? Wie heißt das denn hier? Zuschauerzuschriften, ne? Ja, ich sag euch, was haben wir hier noch? Sehr geehrte Herren. Bla 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 bla. Und hier wieder die Zigarette mit dem Doppelfilter. Spitze. Dann hier, ne, ist ja noch Ostern, also jetzt zumindest, während ich das filme, Ostermontag. Dann haben wir hier den Dr. Oetker Küchentipp. Ich sag dir, die Fertigpuddings. Fertigpuddings. Götterspeise. Pudding mit Vanillegeschmack, Alter. Ey, mit 110 Kalorien, also höchstens 110. Ja, na dann. Und hier die Kalorienangaben für unterschiedliche Zwischenmahlzeiten. Alter, ja, das ist ja mal wieder interessant, wa? Heutzutage siehst du sowas aber nicht mehr auf der Werbung. Ja, gebt es euch. So, liebe Leser, Titel anno dazu mal. Hör zu, Zeichen, tausendfach ein junges Nummerngirl. Was? Ein junges Gerücht. Ach so, hier von 1948 ein Cover. Alter, da war aber schon richtig Fleisch auf dem Cover, wa? Die Nummer 24 von 1950, ja, was denn jetzt? Oh, ja, das erregte Aufsehen, das erregt jetzt noch Aufsehen, ey. So, was haben wir hier? Ingrid Steger, da ist sie wieder. Ich glaube, die hat gestern auch am 1. April Geburtstag gehabt, ey. Ja, dann, ne? Alles Gute. Und lass dich nicht mal so ärgern von den ganzen Leuten. Gehen wir einmal durch hier, die Woche, das Programm, also das Programm, der Inhalt dieser tollen Zeitung. Die Tetzlaff sind unter uns, geil, Ekel Alfred. Na, da werden wir gleich ein bisschen was haben. Schaukel Paul. Wusshoff Filmhits, da bin ich ja schon gespannt. Dann haben wir das Fernsehprogramm, ne? Mit Hörfunkprogramm wieder und hier, was Hörfunk für Wellen, ach, Wellenbummler. Ja, dann haben wir hier Roman- und Tatsachenbericht. Ich habe Taschenbericht schon wieder gelesen. Das ist auch geil, wenn ich hier die ganze Zeit durch das blöde Display nur gucken kann. Da haben wir auch wieder das Ingrid Steger in frechen Dessous. Ey, habe ich das nicht schon gehabt, die Zeitung? Ich weiß nicht, so langsam kommt mir das immer gleich vor. Ja, Popmusik hin und her. Schauen wir mal. So, was haben wir denn hier? Ist das dieser, wie hieß er denn früher? Hass oder so? Dieser Taucher? Ich weiß es nicht. Jacques Cousteau wird es nicht sein. So, und weiter geht's hier. Ne? Wie gesagt, was haben wir denn hier? Sonntag um 17.30 Uhr. Ja, das war ja gestern. Also vor einer langen Zeit. Weit, weit, weit entfernt. Abenteuer im Dutzend Schöner. Ja gut, heißen Müller, Meier, Schulze, Bundesbürger, die auf eigene Faust die große Welt erleben wollen. Mit Kamera und so. Ja, so ist das. Ja, schade. Aber hier, schau mal. Ja, ich schau doch. Ach so, Schwarzkopf. Mit 7 Kräutern, Alter. Das schau mal Shampoo, weil Haarpflege schon beim Waschen beginnt. Ja, kann ich ja nicht so mitreden, ne? Mit meinem Glatzkopf. Da haben wir einen Eduard Zimmermann, ey. Rest in Peace, ey. Guck mal, da hat er damals schon gemacht, ne? Also da muss er einen ja fast ein Leben lang begleitet haben. Wenn ich es irgendwann nicht mehr geguckt habe.
Tja, das ist natürlich schade. Der Mainzer Ganovenjäger, ne? Da war es Freitag 20.15 Uhr. Das war dann auch noch... Wie lange gab es denn dann die Sendung? 40 Jahre gibt es, glaube ich, immer noch. Aber der Herr ist ja auch schon etwas länger verschoben. Hier sind wir wieder bei... Wie soll es anders sein? Wieder ein bisschen Zigarettenwerbung, ne? Lord Extra. Ja, Lord Vader. Der, die das... Was haben wir hier wieder? Das ist doch geil, ne? Mehr oder weniger wichtige Neuigkeiten von ziemlich bekannten Leuten. Tom Jones. Wie, hat er jetzt erst gemerkt, dass seine Stimme so komisch ist? Was haben wir noch? Brigitte Mira heiratet. Ja, aber nicht den Angst essen Seelen auf, oder? Twiggy. Ja, die alte Bohnenstange, ey. Shirley MacLaine, Alter. Fett zurück aus China. Back again, ja. Klaus Leger kenne ich nicht. Raymond Burr, Alter. Korrekt. Ernst Huberti. Ja, yeah, Alter, für die Sportfreaks, ne? Marlene Dietrich. Ja, macht wie immer, ne? Ich sag euch das ja, hier haben wir ein Hitchcock-Zitat, das ist ja schön. Boah, ich krieg langsam Hunger. Ja, aufgeschnappt, ja. Also macht hier Standbild, wie immer, ihr kennt das ja halt, ne? Wahrscheinlich laber ich eh wieder zu viel. Ja, ich dachte gerade hier Sprühsahne. Nein, es ist Haarspray. Und ein 1000-Mark-Schein für Adelheid vom Haarspray Pretty Hair. Ja, dann? Jede Woche konnte man gewinnen, Alter. Ich sag dir, was ist die schon, die 18. Achso, ich dachte, die ist schon 18. Die Tetzlaff, da haben wir Ekel Alfred, Alter. Ja, Prost. Das ist doch geil. Da bin ich wieder ein bisschen drin. Ne? Ich hoffe ja immer noch, dass ich so aus den Spät-70ern mal noch so ein paar Fernsehzeitungen finde. So wie die Gong-Zeitung, ne? Mit hier Star Wars Bilderroman, Krieg der Sterne Bilderroman. Dann haben wir hier natürlich wieder Sparkassenwerbung. Die Ganoven. Und hier Schibo. Wird das nicht jetzt mit SCH geschrieben? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch geil. Bringen Sie mal Ihrer Frau auf diesem hübschen Tablett morgens den Kaffee ans Bett. Wetten, das findet sie nett. Ja, klar. Also bei dem Tablett. Guck's euch an, Alter. In den geilsten Farben, wa? Also das ist hier in dem Ekelgrün, Orange, 70 Styles. Ey, und wenn morgens, Alter, Sonnenoller der alten, Alter, den Kaffee ans Bett bringt, ja, da ist ja wohl die Nummer gelaufen, würde ich sagen. Mit so einem Grinsen, Alter. Das kann auch Zahnpasta-Werbung sein. Und noch die Blumen dazu in der Hand. Ich sag dir, ey, das ist auch ein super Frühstück. Alter, pff, leck mich in den Arsch, ey. Ja, warum wollte Anna Cameron sterben? Ich kann es dir nicht sagen. Dramatische Geschichte. Aber jetzt haben wir wieder was Geiles. Und zwar erstmal hier den Bestellschein vom Kaufhof. Das ist schon geil. Könnt ihr euch schon mal die Preise angucken hier. Das Kissen kostet schon mal 100 Mark, ne? Das geht, das Sitzelement, auch das geht sogar. Ich dachte sogar, das wäre jetzt teurer. Aber dann kommen die ganzen Dinger. Das goldene Kaufhofangebot. Kerl, auch im Wald hier kommen die Menschen. So, guckt euch das an. Da haben wir Couchgarnituren für 1352. Obwohl, die Couchelemente sehen natürlich sehr gut aus. Also da kann man sich auf jeden Fall richtig drauf rumlümmeln. Das ist ja super. Also mehr davon, vor allem dieses eklige Grün, das ist ja der Hammer. So, und hier, wer es noch bestellen will, einfach mal eine Postkarte hinschicken. Vielleicht kommt ja eine Antwort. So, hier ist natürlich auch noch ein spitzen TV-Gerät. Man sieht natürlich nicht, was es ist. Ich will mal so gucken, geht aber auch nicht. Und was mir gerade wieder auffällt hier, die Zeitung hat jetzt weitaus mehr als die vom Ende des Jahres 74. Oh, ich sehe schon hier, da, 146 Seiten, also 48, 150 Seiten und die andere hatte ja nur irgendwie 80. Das ist natürlich auch merkwürdig, da haben die ganz schön gespart, die Leute, ne? Aber hat eh wieder eine Mark gekostet, auch die andere. Dann haben wir hier den alten Loriot, guck dir an, das kenne ich auch noch, das habe ich auch mal als Plastikfigur gehabt, genau so ein Ding hier, wo Wumm auf so einem roten Plastiksessel sitzt, so. Endgeil. Schaukelpaul. Aber an Schaukelpaul kann ich mich nicht erinnern. Das ist doch Paul Kuhn hier, oder nicht? Und das ist der Schaukelpaul, oder was? Das ist irgendeine alte Serie, oder was? Kein Plan. Ja, guckt euch an. Tatortkommissar, ey. Paul Verhoeven, Alter. Krass. Ja, da sind noch Sachen her. Ja, Pause machen, lesen, fertig. Was haben wir hier? Ach so, hier haben wir es doch. Nie wieder Serienheld, natürlich. Und 6 Jahre später oder so hat er dann die Schwarzwaldklinik gedreht, ey.
Aber wie geil ist das? Haben die Deutschen voll eine Krimiserie gemacht, da mittwochs um 18.25 Uhr. Komplett aus hier Sex and Crime Mixtur, Alter. Das gibt's doch nicht. Wer hat das denn produziert? Also, das können wir mal einer sagen. Dann haben wir hier die Filmhits, die 10 Spitzenreiter von 74. Rabbi Jacob, geil, Louis de Funès. Terence Hill, mein Name ist Nobody, super. Ja, Sergio Leone Film, Spitze, die Filzlos. Guck mal, Bud Spencer, große Blonde mit dem schwarzen Schuh. Bambi, vor allem Walt Disneys Welterfolg. Jesus Christ Superstar, ja gut, geile Samples drauf. Was war denn siebte Kompanie, weiß nicht. Und Alpenglühen im Dirndlrock, natürlich, Berge und Bett. Und neu im Kino, 74 kam der Clou raus, geil. Habe ich sogar den Soundtrack noch auf Vinyl von, Spitze. Dann haben wir wieder die gute Bundesbahn an alle Graffiti-Maler. Wir kennen keine Feiertage. Natürlich, die streiken ja auch so genug. Die 13 ist wahrscheinlich da auf Programm. Ne? Alles spricht für die Bahn. Natürlich, natürlich. So. Rektatol. Was ist denn Rekatol? Nimmt den Hunger, gibt Vitamine. Natürlich, ey. Ja, so einfach ist das abzunehmen, einfach keinen Hunger haben. Ich sag dir, was haben wir hier? Helmut Schön, meine Elf und ich. Achso, hier ist wieder Fußball-Action. Hab ich ja eh so viel Ahnung von, wie, keine Ahnung, wie von Raumschiff Enterprise. Und hier wieder Hertie Glückskauf. Glückskauf ist natürlich auch geil. Weißt du nicht, was du kriegst oder was? Schick, leicht und farbenfroh. Bademäntel, ja, guck's dir an. 80 Muck. Ja, die gucken auch als, ist so geil, Alter. Also die Katalogbilder sind super. Also so alte Kataloge wären jetzt auch noch der Hit. Aber leider nicht mehr am Start. Guck dir an, und diese Bestellcoupons sind immer geil. Hat man das echt so bestellt? So, dann haben wir hier noch ein bisschen den Kontitätsstahlreifen, Gürtelreifen. Ja, anderen Gürtelrose, hier kannst du dir Gürtelreifen auch noch holen. Und Schappi. Das gute Schappi. Schützt den Hund vor Mangelschäden. Ja, ich sag dir, ey. Auch ein gesundes Will ist eine Frage der richtigen Ernährung. Ah, deswegen habe ich Glatze. Sinnpro. Hm? Klare Sinnpro, klarer Kopf. Ich sag dir, was haben wir denn hier wieder? Popmusikkritik. Super. Was ist das? Chris Roberts. Ich sag dir, geil. Pause machen, lesen. Monty Python, Pink Floyd, Led Zeppelin. Roberta Fleck, Alter, geil. Grateful Dead, Alter, schon gehört. Was haben wir denn hier wieder? Ach, hier war das doch letztens noch mit dieser Silvester-Sendung hier mit Herb Alpert. Captain Beefheart, ey, das ist ja auch ein geiler Rapper-Name. Captain Beefheart. Super, was haben wir hier noch? Zack, zack. Aber ich finde dieses Bild auch ganz geil. Oh ja, hier haben wir wieder. Essen 74. Zum Thema draußen grillen. Egal. Toastschabletten sind ideal dazu. Er sagt bloß, das ist eine einfache Werbung nur für diese verdammten Kraftschallblätten. Ey, geil. Scheibletten. So, eine bunte Salatschüssel, Alter. Nimm eine Schüssel, machst drei verschiedene Farben rein und fertig. Krass. Kartoffeln in der Alufolie. Ja, dafür brauchst du auf jeden Fall ein Rezept. Aber das ist natürlich das Geilste hier, das Bier vom Fass. 25 Liter, 10 Liter, ja, ja, keine Kühltruhe. Ich sag dir, das ist ja geil, aber ja, da haben sie auch richtig was hier auf dem Grill getan. Ist hier überhaupt ein richtiges Stück Fleisch drauf? Außer hier so ein Kotelett oder so. Oh, Peperonis haben sie auch schon mal. Hier, könnte Essen 74 interessiert mich, natürlich. Ey, ausdrucken, hinschicken. Obwohl, die Adressen gibt es ja eh nicht mehr. Ja, hier haben wir wieder einen Roman. Und hier ist natürlich wieder geil, Alter. Ein Jedi-Meister, Jägermeister. Und ich guck dir die Olle schon an, Alter. Da weißt du Bescheid. Ich trinke Jägermeister, weil Uschi nur noch nicht nach Nepal getrennt ist, sondern nach Neapel. Das ist super witzig. Hm. So, dann geht's hier weiter. Hier haben wir noch ein bisschen Renault-Werbung. Tja. Es braucht was. Oh, hier eine Seite wahrscheinlich. Ich will euch ja nichts vorenthalten. Das Maibrot ist ja auch bald Mai, ne? Die süße, was? Die junge Rama und süße Erdbeeren. Was für Werbung. Da haben die Leute sich noch was einfallen lassen, ne? Oh, hier war einer gut im Rätseln. Ne? Das Rätsel im Roman.
Weiß ich nicht, muss man, da sind das nur Fragen. Nee, anscheinend ja nicht. Aber egal. Hier mal wieder ein Superwitz. Der Kannibale, der die Fernsehkochsendung guckt. Ich sag ja, in den 70er war ja auch schon mit den Fernsehkochsendungen. Das war in der letzten auch schon mit drin. Bettwäsche bestellen. Super. Und hier. Ja, das kreuzt er an und dann wisst ihr Bescheid. Also hier, Jungs, macht mal. Seht mal zu. Oder Mädels. Zack, zack, zack. Alter, Funk und Fernsehen, natürlich. Was ist denn da? Was ist hier? Sehr interessiert, gelegentlich kein Interesse. Ach so. Basteln, Handarbeiten, musizieren, Partys, tanzen. Alter, hier ist ja ein Scheiß drin. So, und dann hier. Das Feld der Farbe? Das ist doch alles in Schwarz-Weiß hier. Was für Farben? Alter, die sind so geil. Haben Sie ein körperliches Leiden? Haben welches? Ja, Mensch sein. Okay, dann haben wir hier nochmal gratis. Ja, viel Spaß, viel Erfolg. Dann haben wir hier Operettendings. Aber hier wieder, was haben wir hier von ITT, Alter. Geiles Kassetten. Ah ne, Kassettenradio ist ja nicht, ist nur ein Radio, ne? Natürlich, zwei Radios in einem, der Doppeltouring. Das ist nicht ein Doppeltuner. Ja, UKW und was noch? Fernempfang. Das hat nicht früher Mittelwelle. Geil. Diabetiker-Dings, bla bla bla, gesundes Herz, was? Galama, Alter, das ist ja noch herber wie Doppelherz, oder was? Und hier sind wir, Otto-Katalog, 1974. Alter, das sieht aus wie so ein Haushaltskittel. Das ist ja unglaublich. Und natürlich wieder der sporadische Bestellschein. Ja gut, keine Bierwerbung, aber wenigstens hier Braumeisters Kraftmalz. Ha. Ein Malz wie ein Baum. Macht frisch und schmeckt, ey. Ich sag euch. Und hier haben wir noch einen schönen Fernsehtisch. Nein, nicht nur einen Fernsehtisch. Was? Schnellverbindung nach Schottland. Alter, geil. Ja, mal eben nach Schottland fahren mit dem Auto. Ich wollte sagen, was ist hier denn? Jedi-Ritter? Ich dachte gerade, die hat hier so ein Lichtschwert in der Hand oder so. Stielmöbel. Zack, zack. Komm, hier muss doch irgendein Highlight drin sein. Wir sind erst auf 46, ich habe jetzt die halbe Zeitung durch. Ja. Ja, und natürlich nochmal Krone. Ich dachte schon Bier, immer noch nicht. Dir das die Zigarette zum Bier oder was? Krone. Alter, nur Tabakwerbung drin hier. Hat hier Süßstoff. Wie meins Bett mit wehen müden Füßen. Oh, hier Sprechgeräte für den Weltuntergang. Hier haben wir noch einen Kassettenrekorder. 145 Mark. So ein bekacktes, scheiß kleines Kassettending hier. Das gibt's ja nicht. Und wohin musstest du das schicken? Ins Takatuka-Land oder so. Boah, die Rheinperle und Rheinfelsquelle. Durstlöscher des Jahres. Ja, da haben wir doch was. Da ist immer noch ein Scheck, kommt selten alleine. Da haben sie aber einen Riesenbericht hier gemacht, oder? Oh, von einigen was? Von einigen in diesem Tatsachenbericht genannten Künstlern gibt es, hör zu, Schallplatten. Achso, das ging ja um Operetten halt und so weiter. Gut. Ja, und hier, letzte Teen und Melissen, Guys. Gesunde Nerven, hast du nicht gesehen. Aha. Ja, das ist doch mal wieder was. Also, immer wieder geil. Das müsste jetzt, ist das jetzt die dritte? Ach nee, das hatte ich nur schon mal irgendwo abfotografiert halt, ne? Komm in die helle Runde. Hier, Dark Side, Light Side Dings. Hier schmeckt's wie vor 100 Jahren, natürlich. Ja, früher sind die Pferde auch noch mit den Fässern, mit den Kronenfässern durch Dortmund getrabt, ey. Guckst du an, da haben die Leute sich beim Trinken auch noch gefreut und nicht nur abgeschossen. Und dieser Tisch ist natürlich geil. Gab es den nicht jetzt vor kurzem auch wieder zu gewinnen hier für die Sammelkornkorken? Ich weiß gar nicht. Da sind die Pferde. Das wäre natürlich geil, so ein Teil mal zu kriegen, was die Pferde davor auf dem Geschirr hatten. So, jetzt geht's los hier, Fernsehprogramm. Vom 4. bis 10. Mai 74. Gut, dass hier nicht so viele Programme sind, also brauche ich gar nicht so viel hier. Ja, müssen wir nicht so viel gucken. Jetzt werden wir wieder erste, zweite, dritte. Schauen wir mal. Sportschau. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Was? Ketchup? Was ist das denn wieder? Wahrscheinlich so eine Kindersendung, ne? Ja. Auf der Zuckerhacienda, ey. Ich sag dir. Komm, irgendwas Kurzes, ansonsten gehe ich hier einfach mal so drüber. Wenn mir was ins Auge fällt, ansonsten macht Standbild, guckt euch den Kack an, die Juxbox, ey. DDR-Programm russisch, ja, und überhaupt. Ich gehe hier schnell durch, ey.
Hypno, die Glücksspirale 74, Alter. Was haben wir denn? Freddy Quinn, Alter. Natürlich, wer kennt sie nicht alle? Willy Brockmeier. Zauber der Musik. Ach, das ist die Glücksspirale. Alter, ist das Abendprogramm. 23.45 Uhr, Alter, zu Ende. Da haben sie sich aber... Boah, da haben sie ja mal richtig einen rausgehauen, ne? Edgar Wallace, das Gasthaus an der Themse. Erkennen Sie die Melodie? Ja, ja. Da ist er, Kinski. Super. Wer ist der Harpunenmörder? Ja. So, Spiel ohne Grenzen. Korrekt. Hunger im Schlaraffenland, ja. Über Armut in Kalifornien. Ja. Jetzt spricht da auch kein Mensch mehr von, weißt du? Genau wie Las Vegas. Die Penner hausen da unten in der Tunnelsysteme und oben werden die Millionen geschüffelt. Mensch und Maschine, Alter. Was ist das denn? Wo ist es denn da? Die neue Stadt. Was? Die Burg ist aber... Ach hier, Catwiese. Korrekt. Sonntags um 14 Uhr. Kam da die Muppet Show eigentlich noch nicht? Vor 74 gab es die Muppets, glaube ich, noch gar nicht, oder? Zu Ostern gibt es keine Wunder. Ja, passt ja. Was haben wir hier noch? Der kleine Doktor. Fallensteller. Was? Die Attentate auf die Königsfamilien. Lesen Sie jetzt in Frau mit Herz. Dings, Sesamstraße. Die Sissis, die Drehscheibe. Ja, da gab es wohl auch mal was mit Star Wars. Ah, hier ist wieder cool, Alter. Guck mal da, die blaue Elise. Die hat ja noch Besuch, wer ist das denn? Augsburger Puppenkiste. Korrekt. So, Gilbert Picot Show. Ja, ja. Der Bulle Jean Gabin. Capri-Sonne, da ist er wieder, aber die hat es glaube ich in der letzten Zeitung auch schon, war Capri-Sonnen-Werbung. Was? Skippy das Känguru, eine fliegende Untertasse. Ja, gebt es euch. Herkules und die 12 Abenteuer. Alfred, lass das Rauchen sein. Hier, an meinen Mann Alfred. Er weiß schon, wer gemeint ist. Ne? Geil. Drehscheibe. Was haben wir hier nochmal? Treffpunkte. Was? Treffpunkte. Warum steht das also doppelt alles? Neues Design oder was? Kennzeichen D, ja. Hier, die Langspielplatte mit dem großen Programm. Geil, hör zu, Schallplatten. Was haben wir hier? Kobolde des Waldes. Sieht aus wie ein Eichhörnchen. Flipper, da ist er wieder. Und der dicke Hund. Ach hier, Sergeant Barry. Das ist das mit Klaus-Jürgen Wusshoff? Ja. Muss man ja mal im Internet suchen. Muss man sich ja mal angucken. Wer weiß, was das ist. Die haben alle hier Ami-Namen und so. Das scheint ja eine Serie gewesen zu sein. Da suche ich gleich mal nach. Gucken, was es davon gibt. Was ist das denn hier? Kompass. Na dann. Abracadabra. Das ist doch die Dieter Haller-Sendung. Ja, die ist, glaube ich, geil. Habe ich auch noch nichts... jetzt im Netz gesehen, wollte ich letztens glaube ich schon nachsuchen. Schauen wir mal, wann wir das finden. Ich bin hier schon wieder gleich auf 15 Minuten, das sollte eigentlich reichen, also mal ein bisschen schneller durchblättern. Tut mir leid, aber ich kann die ja irgendwann mal abscannen, die Seiten, und dann packen wir die mal irgendwo dahin. Was auch immer. Wiki, geil. 74 gab es schon Wiki, Alter, das ist ja echt richtig oldschool, wa? Geil. Und hier eine Kochsendung. Ach so, das ist einfach nur eine Fernsehserie, okay. Was haben wir in der Drehscheibe gehabt? Ein paar Gäste, ja, natürlich. Schulfernsehen, da, Sesamstraße, auch immer auf Englisch noch. Das ist ja, ich wusste, dass das nämlich zweimal kam. Einmal früh morgens und nachmittags dann auf Englisch sogar die Originale. Deswegen habe ich bestimmt damals auch mal die Star Wars-Folge gesehen hier mit 3PO und R2. Bundesliga-Aufstiegsspiele, was haben wir denn hier? Ich dachte schon Borussia, ne? So, der staatlich verordnete Sparstrumpf, ja, nichts anderes. Dalli Dalli, ey, um 19.30 Uhr, Donnerstags, stimmt. Hammer. Super hier, wie heißt der? Klaus Havenstein, ey. An den kann ich mich auch noch erinnern. Helmut Förmacher, kenn ich nicht. Kann ich alles kennen, ey. Die Schrift finde ich auch super hier, Teamwork 74, Alter, das ist geile Schrift. Sendung mit der Maus. Korrekt, die Tippgemeinschaft, ein kleines Fernsehspiel, was Weltmeisterschaftsgarantie, Remington garantiert und ewig hier diese Waschmittelwerbung, Alter. Väter der Klamotte, auch immer gut. Spitze. Wer war denn da zum ersten Mal in der Drehscheibe? Schülerexpress. Hier ist auch so viel, ey.
Ach, die Woche ist schon wieder durch. Siehst du, so schnell geht das Fernsehprogramm hier. Das ist Freitagabend. Ja, war aber auch nicht viel. Aktenzeichen XY, ne? Ups. Super. Oh, oh, oh. Und ob der schon aufgeklärt ist, der Fall? Man weiß es nicht. Oh, guck mal hier. Schön. Trumpf. Ich sag nur edle Tropfen, wa? Aber jetzt guck dir mal an, wie viele Dinger es davon gab. Das ist ja der Hass. Alter, Mandelnuss, bla bla bla, hell und zart, für Schmeinfick, ich sag lieber nichts mehr. Imperial, ja, das war super, das war bestimmt Star Wars Schokolade, damals schon. Ja, da muss ich ja mal ein Foto von machen, ist ja top. Fernsehen für die nächste Woche haben wir ja auch nochmal. Ilja Richter präsentiert Disco 74, siehst du, da ist es doch. Und Disco 80 war das mit Mark Hamill, wo er im Snowspeeder da gesungen hat. Und noch irgend so eine Olle dabei war und ein bisschen auf Deutsch gesungen hat. Ja, super, super, super. Heinz Rühmann spielt, was, der eiserne Gustav. Straßen von San Francisco. Frisch gestrichen, stimmt, der ist super. So, Witze, keine Ahnung, ranzoomen, angucken, was auch immer. 20 Minuten, Alter, da brauche ich wieder 3 Tage, bis das Video gerendert ist. Radioprogramm gehe ich jetzt nicht durch. Können wir eh nicht mehr ran. Ja, was gucken wir mal hier, was ist hier noch? Und hier ist wieder abnehmen. Das ist natürlich super hier, die Abnehmen-Methode. Weißwein, trockene Brötchen, Weißwein. Ja. Oder so, so. Minikal, natürlich. Oder du haust hier den ganzen Tag diesen Joghurt hier rein. Ja, dann guckst du irgendwann auch so wie die Olle hier. Unglaublich. Was haben wir hier? Freizeitspaß von A bis Z. Ach, das ist alles Radio hier, ne? Oh nein, Uschi Glas macht Werbung für Julia, die schönsten Liebesromane. Ach du Scheiße. Ja, immer, da wusstest du noch, was Schund ist, oder? Tja. Die bunte Palette, was haben wir hier? Leserbriefe. Irgendwas Cooles dabei? Ich überflieg mal. Ach nee, das sind Witze. Kerl, Kerl, Kerl. Ende Mai, 3 Planeten treffen sich im Westen. Sagt der eine. Gut, das ist kein Witzeerzähler. Und hier Fiat-Werbung. Das Ferienhaus rollt immer. Ey, Alter. Guck dir die Karre an, ey, da weißt du Bescheid. Was für eine Bumsbude. Ach so, hier ist wieder die Ingrid Steger. Natürlich. Guck sie dir an, Alter. Hier, nasse Dusche. Dann beschwert die sich, was sie immer alles mitgemacht hat. Ja. Aber das gibt's da nicht, wa? Da musst du gegen Rock, dann wird sie von Rockern in den Teich geschmissen und so. Oh, hier, Floral, Dingsbums, ich weiß nicht. Was ist das hier? So, Rentner können nicht warten. Nee, mir kommt das echt so vor, als hätte ich die Zeitung schon mal komplett besprochen. Ich weiß es nicht. Melitta. Hier, kannst du dir was backen. Ja, super. Gab's das nicht mal auch als einen Spruch? Back dir ein, was weiß ich, früher? Ich weiß nicht. Unfallort, Architektenhonorar, übermäßige Abnutzung von Mieträumen, ja. Kaffeeroboter. Was für ein Kaffeeroboter? Das ist doch einfach nur eine Kaffeemaschine. Wie das hieß früher, Kaffeeroboter? Geil. So, und Hoppel, Hoppelpoppeln. Ja, hier. Da kommt wieder ein super Rezept. Wahrscheinlich die Reste zusammenschmeißen und aufbacken. Zwiebelsuppe in Sekundenschnelle. Warmes Wasser und Zwiebel rein. Eine heiße Tasse, Alter, geil. Beste Rezepte. Instantmischung, eine heiße Tasse, Beutel in kochendes Wasser übergießen, fertig. Alter, Hacksteaks mit Haube, Alter. Ich kack ab, ey. 20 Minuten bin ich bei 25 Minuten. Kaffeehack. Es tut mir aber leid, dass das wieder alles so lange dauert. Hier kannst du wieder Gewehre bestellen, wie immer. Und Langspielplatten. Kinderplatten von Hör zu gibt's auch noch. Super. Oder man holt sich einfach mal eine Treppe. Was haben wir hier? Die Supersandalen. Ja, die braucht man noch. Ja, wie gesagt, ist halt wieder ein bisschen lang geworden, aber kann ich ja nichts zu, dass die Zeitung hier wieder so viele Seiten hat. Tai Ging Seng. Für alle, die überlastet sind. Entweder abschalten, ne, oder jetzt hier weiter gucken. Kaufring. Kaufring habe ich, glaube ich, nie selber gesehen, den Laden. Gab es den überhaupt bei uns irgendwo mal in Dortmund oder so? Kann ich mich nicht dran erinnern. Die Brille ist der Hammer. Das ist unglaublich hier. Was für ein Scheiß. Wie sagt ihr, ey? Ja,
nächsten Zeitung, aber ich kann es ja auch nicht schnell durchgehen. Ich will auch die ganze Zeitung hier durchgucken. Bauknecht. Ey, was für eine Waschmaschine. Guckt das mal an hier. Bauknecht weiß, was Frauen wünschen, Alter. Ja, der Knecht, ja. Ramses, hier haben wir noch einen ganz tollen Comic, ey. Ich hoffe echt, ich finde mal jetzt demnächst diese alten, noch ein paar TV-Hören und sehen. Dann kann man wenigstens die Maus suchen. Oder die Gong halt mit den, da war ja nicht nur Krieg der Sterne drin, da waren ja auch immer von allen möglichen aktuellen Filmen halt was drin. So, hier, Fußball, Fernsehwerbung, Spitze, 78, aktuellisch, und 82, und dann nochmal alle 4 Jahre, ne Jungs? Das waren noch Fernsehgeräte, ey. Wahrscheinlich keine 30 cm Durchmesser, das Bild. Aber 800 Mark oder so. Vor allem hier Programmreserven für 82, das, die Zeitung ist von 74. Und dann schreiben sie schon hinterher 12 Programme. Es gibt doch nur 3 Fernsehprogramme zu der Zeit. Das ist geil. Seekam-Sendung aus Frankreich und DDR. Und für Kassettenfernsehen. Ach so, damit du dann Videorekorder hast oder eh mit Antennenkabel angeschlossen. Da die Technik für 1982. 6 Jahre vorher. 8 Jahre vorher wird da schon für geworben, wa? Aber das ist geil. Guck mal, hier Steckdings halt. Bedienen. Und mit Fernbedienung. Wunderbar. Vor allem die Lebensdauer ist auch geil. Unverwüstlich, voll elektronisch. Kein Verschleiß. Nicht wie so heute. Ne, extra einbauen hier und dann gehen dir die Dinger nach, keine Ahnung, 2 Jahren kaputt und so. Dann musst du einen neuen kaufen. Wisst ihr? Da halten die Bauelemente jahrzehntelang. Ja, Spitze, Grundig. Gibt es Grundig heute noch? Ich habe keine Ahnung. Auflösung des großen Psychotests. Ja, dann. Wo war denn der drin? In der Zeitung davor oder vorne? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier noch? Langnese Bienenhonig. Alter, das wird wieder eine halbe Stunde, dieser Kack hier. Ich werde wahnsinnig. Außerdem habe ich nur noch 2,50. Jetzt wird Zeit. Dann ist nämlich die Karte komplett wieder voll. Bundestrainer Helmut Schön sagt. Neckermann. Ja, schön gebaut. Aus dem Katalog daraus. Hier nochmal kurz das Horoskop. Ne? Der Insektenschutz von Ameisen bis Zecke, Vapona. Ah, die Zeit rennt. Dann haben wir hier noch Credo. Credo gab es da früher auch schon. Ne? Das kenne ich auch noch als Werbung. Gefährlicher Autoschlaf. Biovital zum Muttertag. Ja, dann ist er bald. Ach, hier haben wir nochmal. Guck mal, die Taler vorne wieder. Quark mit Gift. Ja. Die Kritiken wären jetzt natürlich ganz geil, jetzt so zu. Ne, zu lesen. Komme ich jetzt nicht mehr zu, weil Zeitung durch, Zeit vorbei hier. Hypnotiseur, gab es hier auch schon, Alter, im Fernsehen. Da hier, Gardinen weiß. Kettwiesel. Verdammt, jetzt kommen die guten Sachen. Jetzt, wo ich hier keinen Platz mehr drauf habe. Der Audi 80, 1974, der Audi 80. Wunderbar. Hier, nur ein Tropfen. Galor, was ist das denn? Ach, guck mal hier, seine Pottwaschmaschine. Spitze. Scharlach, Bergmeisterbrand, Alter. Das ist, da kotzt du doch auch direkt von. Da brennt dir, glaube ich, alles weg. Guck mal, er macht sich hier schön braten und haut sich erstmal die Pulle Schnaps weg, ey. Ekelhaft. So, Zitate. Keine Ahnung. Obwohl, die Zitate wären wahrscheinlich auch noch ganz geil. Eine Minute noch. Der Countdown läuft. Wahrscheinlich kackt die Karte auch vorher ab. Ich habe ach, und noch eine geile Fernsehwerbung. Guck mal, von Quelle. Nur 898 Mark, ey. Das Bild ist wahrscheinlich noch kleiner. Der Fernseher ist ja nur 39 cm. Verdammt. Da. Gerl, ey. Ja, Salamander-Werbung. Die Zeit rennt. 45 Sekunden noch. Ein Herz und eine Seele. Da, Bader Meinhof. Verdammt, jetzt kommen die guten Sachen hier. San Francisco. Natürlich. Ja, Alfred. Tetzlaff. Und hier Molto-Farbe. Ja, Danone. Na, kurze Fernsehgewinn von Saba. Spitze. Rätsel schon gelöst. Nicht gewonnen. Eckes Edelkirsch. Ah, das ist die letzte Seite. Und hier könnt ihr nochmal mitmachen. Original und Fälschung. Was ist was? Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Putzt euch die Zähne mit dem Zahnhärter. Peace and Justice. Ne, bis zur nächsten Zeitung. Nächstes Mal kommt wieder Krieg der Sterne. Tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.